herzlich willkommen, ein fröhliches Sommerhoin zu einer neuen Runde Let's Play. No One Lives Forever. Ich glaube, wir haben hier gleich ein bisschen Action. Diese elendige Munitionswechselei immer. Missionsziel aktualisiert. Agent. 85%, 4 von 8 Gegenstände. Wenn du das Schloss erreichst, musst du schnell sein. Die erste Herausforderung besteht darin, die Liste zu finden. Die Liste, größere Herausforderung darin, die Liste zu überbringen. Ach. Ich denke, es ist klar, dass du unauffällig vorgehen musst. Du hast fast keine Chance, auch wenn du nicht die Aufmerksamkeit auf dich ziehst. Du hast fast keine Chance. Toll. Warum darf ich jetzt nochmal wählen? Ist das Säuregas? Nee, das nehme ich nicht. Lass mich nochmal gucken. Ich hätte gerne... Die Armbrust hätte ich gerne dabei. Hätte ich gerne den Karabiner hätte ich gerne dabei. Und die Harpune, nee. Geldmacher, Granatwerfer wäre ganz nett. Den. So. Münze brauche ich nicht, glaube ich jedenfalls. Ich entferne mich auch nicht mit. Die vernehmen die Sonnenbrille mit. Und den Codeknacker. Natürlich, die beiden kommen auch mit. Natürlich wieder die Filzpantoffeln. Los geht's. Die unerschütterliche Kate. La la. Bin ich denn jetzt? Oh. Ich bin hier oben. La la. Okay. Natürlich. Normalerweise renne ich immer mit der Shepherd Arms rum. Wenn ich sie nicht habe, nehme ich lieber die Armbrust. Der Gondel bin ich gerade gekommen. Da ist eine Tür. Was soll ich eigentlich machen? Schloss infiltrieren. Ja. Ha! Ja! Das war zu spät. Was war da hinten? Ich hätte ja auch den Weg hier nehmen können. Ach, das ist nur ein Bad. Ach, der war auf Klo. Na, das sieht aber schick aus hier. Was ist das für Heftchen? Hi, Kate. Gut siehst du aus. So. Mensch, manchmal muss man spontan sein. Ich höre was. Ich höre wen? Oh. Ist das laut hier? Nein, verdammt. Mal. War ich hier eben auch? Hier kann ich mir Rüstung holen. Bin ich denn jetzt? Okay. Jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Wo ist er hin? Okay, ich sehe ein bisschen, ich sehe aber nur ein bisschen durch. Ha! Oh, war das knapp.
bin ich denn? Keine Ahnung. Schwer verwirrt bin ich gerade. Okay. Hier ist wohl irgendwie etwas. Okay, das ist der Schlosseingang. Jedenfalls ein Stück davon. Oh. Enthält einen kaum getragenen Kilt mit dem Initialen TMCH. Ich kenne seinen Namen leider nicht mehr. Ich habe da noch nicht alles gesehen, ne? Hier war doch noch mehr. Bin sowieso schwer verwirrt gerade. Okay, hier ist eine Sackgasse. Und hier hinten war auch noch was. Ich gehe noch mal ein Stück weiter zurück. Ah, das war hier. Hier ging es doch noch hoch, genau. Da liegt nämlich noch was. Alles muss raus. Geschäftsaufgabe von von The Moon Call beginnt. Nächsten Dienstag in Paris. Bomben, Büroausstattung, benutzte Rüstungen und vieles, vieles mehr. So. Oh. Franz! Franz! Mutter kann es nicht fassen, dass du abgehauen bist und jetzt dieser Harm-Firma angehörst. Was soll das überhaupt bedeuten? Du wärst besser zum Zirkus gegangen. Du weißt, dass Mutter Affen liebt. Schreib mal. Gruß, deine Schwester Becky. Okay. Na, da haben wir noch ein paar geheime Dokumente gefunden. So, das hat sich dann schon mal gelohnt. Okay. So, und was war hier? Auch noch weiter. Der sieht nicht feindlich aus. Ah. Den da oben lasse ich mal. Der ist nicht böse. Aber die Frage ist, wie komme ich da hoch? Wo bin ich jetzt überhaupt? Jetzt sehe ich gar nicht mehr durch. Verwirrt. Hier komme ich nicht hoch. Da komme ich nicht hoch. Hier bin ich hergekommen. Da oben geht es nicht weiter. Das war ja hier, wo ich zuletzt war. Das heißt, ich müsste hier in diesem Raum eigentlich irgendwo weiterkommen. Und wie komme ich da hoch? Dieser Aufzug geht nicht, weil der Strom nicht richtig funktioniert. Ah. Hier geht's nicht weiter. Hier geht's zurück. Das hier ist wieder was ganz anderes. Warte mal. Ich hab gerade eine Idee gehabt. Da vielleicht irgendwie auf das Dach hier? Oder vorne ist so ein... Ach. Habe ich jetzt geschummelt? Ne. Bin ich etwa richtig? Warte mal, speichern wir mal. Habe ich zufällig den richtigen Weg genommen gerade? Das? Ich will wissen, wo es dahin geht. Oh, wie gemein. Ich habe ja hier gespeichert. So, ich gehe nochmal zurück. Das, also da oben. Ich versuche mal die Orientierung zu behalten. Da oben. Also da oben. Also da oben. Also da oben. Also da oben. Ach, Tatsache. Guck dir das mal an. Nein, wie geheim. Okay. Naja, so haben wir wenigstens noch ein paar Dokumente gefunden.
Stellenausschreibung. Reisen Sie um die Welt. Top-Geheimdienstorganisation sucht motivierte Personen für Managementpositionen, Aktienbeteiligungen und hohe Jahresgehälter. Wählen Sie noch heute 1800 Haaren. Ja, bestimmt. Hohe Jahresgehälter. Wir müssen das hier mal auftüdeln. Oh. Na komm schon. Nein, den. Und den. Ich glaube, der ist lieb. Ich glaube, der ist nicht lieb. Weißt du was? Hier. Nee, das kann ich auch anders. Ich wollte nett sein, ja. Nachher kriege ich da wieder irgendeine Zwischensequenz von wegen, ich muss hier diesen scheiß Job machen. Okay, der Fahrstuhl aktiviert. Habe den Fahrstuhl aktiviert? Mein Gott. Fehlen mir schon die Worte. Wo geht's hier lang? Okay. So. Da muss ich jetzt hier irgendwie rüber, ne? Ach, das ist der andere. Ach so. Gott. So viele Möglichkeiten. Dam, 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 da, dam, da, 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 okay. Ich vermisse die Musik so ein bisschen. Ist das eine Kapelle? Speichern kann man gar nicht oft genug machen. Scheint ein ziemlich altes Schloss zu sein. Oh, das sieht aber nach einem Boss aus oder so. Ich wusste es. Sperr sie ein! Vielleicht sollten wir sie über eine Klippe werfen. Habe ich dich nach deiner Meinung gefragt? Nein, aber ich dachte... So, hast du, ja? Ja, ich denke, es ist eine schlechte Idee, sie am Leben zu lassen. Tatsächlich? Weißt du, in diesen Spion-Geschichten kommt der Held immer ungeschoren davon. Ich denke, das wäre ein netter Präzedenzfall, oder? Sicher, das ist alles nur Film, macht mich aber trotzdem nervös. Schau sie dir an. Bitte? Ich sagte, schau sie dir an. Möchtest du sie umbringen? Ich möchte nicht, aber es ist nötig. Nötig, ja? Verzeihung, aber ich finde, du hörst dich ziemlich moralisch an für jemanden, der seinen Lebensunterhalt als Krimineller verdient. Wir haben bereits tausende Menschen umgebracht. Was macht da ein Leben? Nicht ich habe sie getötet. Aber du arbeitest für die Organisation, die das tut. Bist du da nicht automatisch inbegriffen? Sie haben mich nicht nach meiner Meinung gefragt. Das vielleicht nicht, aber du wusstest, dass es eine solche Möglichkeit geben konnte. Okay, vielleicht hast du recht, aber das bedeutet nicht, dass ich das Blut dieses Mädchens an meinen Händen haben möchte. Um ehrlich zu sein, würde ich eher dich als sie töten. Dann höre ich jetzt wohl besser auf, dich davon zu überzeugen, sie von der Klippe zu werfen. Das solltest du. Ich muss zugeben, dass ich seit der Explosion in England nicht mehr ruhig schlafen konnte. Ich auch nicht, Kumpel. Darf ich dir eine Frage stellen? Was würdest du tun, wenn ich mich auf die Gondelstation zubewegen würde, mit der Absicht, der Organisation den Rücken zuzukehren? Vielleicht würde ich dir einen Tipp geben. Welchen? Bring dich nicht um! Der Gedanke ist mir schon durch den Kopf gegangen. Ich glaube, wir sind jetzt gefangen. Oh. Unerschütterliche Kate. Ich dulde keine Störungen. Ja, Ma'am. Aufwachen, Prinzessin. Das ist also die unzähmbare Kate Archer. Ich hoffe, Armstrong war nicht zu grob zu Ihnen, meine Liebe. Ich weiß nicht, ob es sein schottisches Blut ist oder seine bäuerliche Herkunft. Aber ihm fehlt wirklich der gesellschaftliche Schliff.
Oh, aber Sie sind selber Schottin, nicht wahr? Wie unsensibel von mir. Baroness Dumas, Sie sind ganz anders, als ich erwartete. Wirklich? Tut mir leid, wenn ich eine Enttäuschung bin. Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Als ich mich mit Ihrem Mann traf, hatte ich nicht mehr viel von der Frau erwartet, die sich dafür entschied, ihn zu heiraten. Oh ja, mein Mann. Er ist ein Kind im Mann. Ein ziemlich großer Mann. Ich muss immer mal wieder Mama spielen. Dann darf ich sein Geld so ausgeben, wie ich möchte. Und davon hat er wirklich mehr als genug. Aber genug von meiner Arbeit geredet. Reden wir über die Ihre. Ihre Arbeit? Aber ich dachte, Sie arbeiten für Harm. Harm arbeitet für mich, Herzchen. Ich bin beeindruckt. Nicht schlecht für ein kleines Waisenmädchen, das den Weg von der Prinzessin zur Bettelmarkt hinter sich hat. Man braucht schon viel Überzeugung, um eine solche Not zu überstehen. Oder eine Menge Hass. Wahrscheinlich von beiden ein bisschen. Ich hätte niemals Verständnis von jemandem wie Ihnen erwartet. Tja, vielleicht wissen Sie gar nicht so viel über mich, wie Sie denken. Ich weiß genug. Ein weiblicher Spion in einer Männerwelt? Da wird man sich ja hart im Nehmen. Die Tatsache, dass Sie eine solche Plage gewesen sind, sagt genug über Ihre Fähigkeiten aus. Die Tatsache, dass Sie jetzt meine Gefangene sind, bedeutet, dass Sie sich selbst überschätzt haben. Ein wenig. Ein kleines Mädchen, das glaubt, es könnte es mit der Welt aufnehmen. Unterscheidet sich das so sehr von einem kleinen Mädchen, das denkt, es könne die ganze Welt aufnehmen? Wir haben halt beide Ambitionen. Schade nur, dass Ihre Ambitionen so unbedeutend sind. Glauben Sie das wirklich? Sie mögen große Dinge getan haben, aber schauen Sie sich an, was Sie anrichten. Sie revanchieren sich an Menschen, die Sie und Ihre Mutter nach der üblen Sache mit Ihrem Vater geächtet haben. Sie nennen es Rache, ich nenne es Großreine machen. Großreine machen? Richtig. Wann immer ich einen dieser arroganten Blaublüter auslösche, wird die Welt ein wenig sauberer. Für meine Begriffe sind die Dreck. Entschuldigen Sie, Baroness. Ich sagte keine Störungen. Erschieß jemand diesen Mann. Wo waren wir stehen geblieben? Ah ja, Sie hießen mir gerade einen Moraldreh. Was? Als nächstes werden Sie mir vermutlich erzählen, dass ich unmöglich damit durchkomme. Nicht solange ich involviert bin. Sie haben schon die richtige Einstellung. Aber leider werden Sie nicht mehr länger etwas damit zu tun haben. Es sei denn, Sie können von den Toten auferstehen. Haben Sie Angst vor dem Tod? Ich habe noch nicht viel darüber nachgedacht. Dank dieser dämlichen, inkompetenten Inge Wagner bleibt Ihnen noch Zeit, das nachzuholen. Meine Anweisungen lauteten, dass Sie eine 10-Stunden-Dosis bekommen sollten. Stattdessen gab Ihnen dieses Mondkalb eine 10-Tages-Dosis. Also bleiben Ihnen noch circa 45 Minuten zum Leben. Ich wurde infiziert? Im Club. Dieser Dartpfeil in meinem Nacken. Ja, und wenn dieses Fräulein Wagner nicht so dämlich gewesen wäre, wären Sie schon lange tot. Sie bekommen, wofür Sie bezahlen. Das stimmt auch nur teilweise. Sie wissen wohl nicht, wie schwierig es ist, wirklich qualifizierte Kriminelle zu bekommen. Nur Trottel und Mutanten. Ich hoffe, Sie erwarten jetzt kein Mitleid. Nicht von jemandem wie Ihnen. Für Sie bin ich nur ein gewöhnlicher Verbrecher. Diese hübschen Augen sehen nur schwarz und weiß. Aber Schwester, die Welt ist grausamer als ich. Glauben Sie mir. Boah, langer Monolog hier, ich komme gleich zum Erzählen. Und den Glauben an Feengeschichten behalten, als das durchlebt, was mir passierte. Aber ich hatte in dem Fall wirklich keine Wahl. Sie hatten die Wahl, aber Sie waren zu schwach, um die richtige Entscheidung zu treffen. Sie wissen gar nichts über mich, Kleines. Sie wissen nicht, was ich durchgemacht habe. Diese hochnäsigen Bastarde hatten meine Mutter und mich schon fallen gelassen, bevor noch die Schlagzeilen in der Zeitung standen. Und jetzt zeige ich ihnen mit Feuerregen und Zerstörung meine Dankbarkeit. Na super. Arme Felicity, die Welt hatte sie vergessen und nun zahlt sie es allen heim, nicht wahr? Ich habe ihnen nicht gestattet, mich beim Vornamen zu nennen. Leider haben wir beide mehr gemeinsam, als mir lieb ist. Der Unterschied liegt aber darin, dass ich mein Pech nicht persönlich genommen habe.
Jeder leidet, Baroness. Aber nur feige Schwächlinge lassen das an anderen Menschen aus. Sie sind schon ein rechtschaffenes Flittchen. Vielleicht kommen Sie ja in den Himmel. Sie werden das schon bald herausfinden. Bringt mir Armstrong hier hoch. Ich möchte einen kompetenten Türwächter hier haben. Das ist nicht nett, sowas zu sagen. Ist das so? Wenn Sie ihn geschnappt haben, wollen Sie rausgehen und sich erschießen lassen? Da haben Sie wenigstens einen Grund, sich zu beschweren. Sieht so aus, als hättest du dich dieses Mal ganz schön in Schwierigkeiten gebracht, nicht wahr, Kleine? Wie wär's mit einem Kampf? Was redest du da? Ein Kampf, nur du und ich, Faust gegen Faust. Du forderst mich zu einem Kampf heraus? Wenn ich gewinne, lässt du mich gehen. Und wenn ich gewinne? Ich bin dir doch schon ausgeliefert. Bist du jetzt ein Schwarzmann oder nicht? So verlockend das klingen mag, aber ich werde nicht meinen Ruf als Starkrimineller aufs Spiel setzen, nur weil mich ein kleines Mädchen herausfordert. Feigling. Versuchst wohl, mich zu provozieren. Oh oh. Ich, was? Ich möchte eigentlich gerne mal speichern und laden, aber... Du hast doch nur Angst, dass ich dich besiege. Ich wäre ängstlicher, wenn du ein wütendes Eichhörnchen wärst. Ich wusste, dass du ein Weichling bist. Sag das ja nicht nochmal. Vielleicht solltest du deinen Kilt gegen ein Kleidchen eintauschen. Sehr schön. Vielleicht solltest du dein Plappermaul halten, bevor ich meine Faust darin platziere. Nochmal. Schlägst wie Mädchen. Ich würde dich ja verprügeln, aber ich hasse es, Tiere zu quälen. Dann steht dein Kuss wohl ganz außer Frage, hä? Ja, das ist doch besser. Oh, stimmt. Hatte vergessen, dass du keine Mädchen magst. Sag das nochmal und ich wasche dir deinen Mund mit Seife. Ich würde dich völlig durchprügeln, wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass ich uns damit beide umbringen würde. Du bist ein lebhaftes kleines Ding, nicht wahr? Okay, das war's. Du bist zu weit gegangen, Mädchen. Oh oh. Mit der Faust? Alter! Wow! Bewegt sich ja gar nicht. Oh! Aua! Hallo! Wie soll ich das schaffen? Gibt's hier irgendwo was zu essen? Halt, warte doch mal. Wo ist er eigentlich? Kann ich irgendwas essen? Nee. Vor allem bewegt er sich überhaupt nicht. Wow. Ach komm, das war so knapp. Habe ich jetzt geschafft? Verdammt nochmal, von einem Mädchen in die Pfanne gehauen. Wir haben es beide geschafft. Was? Ich hab's doch geschafft. Was? Ich hab's doch geschafft. Jetzt muss ich ja alles mal durchklicken hier. Wow. Also immer vorwärts und zurück. Schlagen und zurück. Schlagen und zurück. Schlagen und zurück. Schlagen und zurück. Oh, ich war vorhin so gut. Es war unfair.
Mann, ich hab dich doch vorhin schon geschlagen. Das war so gemein. Oh Mann, oh. Speichern halt nochmal. La, la. Okay, mal vorwärts und zurück. Muss halt genau gucken, wann er schlägt. Und wenn er schlägt, zurück. Verdammt nochmal, von einem Mädchen in die Pfanne gehauen. Wie sieht's aus? Hältst du Wort oder muss ich dich weiter bearbeiten? Ich mag ein Verbrecher sein, aber ich bin kein Lügner. Versprochen ist versprochen. Was ist mit dir? Ich denke, es ist an der Zeit, sich einen neuen Job zu suchen. Ich werde mit Sicherheit nicht hierbleiben und deine Flucht mit der Baroness diskutieren. Vielleicht solltest du mal über eine legale Karriere nachdenken. Meine Stärken sind wohl ein bisschen zu spezialisiert, um damit aufrechte Arbeit zu erledigen. Mach dir keine Sorgen um mich. Ich komme schon klar. Ich schulde dir was. Das tust du. Vergiss es nicht. Darf ich dich um einen weiteren Gefallen bitten? Darfst du. Die Namensliste. Wo bewahrt die Baroness sie auf? Sorry, da kann ich dir nicht helfen. Kannst du dir eigentlich vorstellen, wie viele Menschen sterben werden, wenn wir die Baroness nicht aufhalten? Was interessiert mich das? Wie kannst du sowas sagen? Stell dir vor, irgendeine verrückte Frau sprengt deine Mutter in die Luft. Wie würdest du dich dann fühlen? Meine Mutter ist bereits tot. Antworte auf meine Frage, dicker Ochse, oder ich werde dich so fest schlagen, dass du deine Zähne am Hinterausgang wiederfindest. Jawohl, Kate. Okay, schön, ich wäre traurig. Wolltest du das hören? Vielleicht flenne ich auch wie ein Mädchen. Jetzt zufrieden? Denk doch nur mal an all die Menschen, die ihre Mütter, Söhne und deren Frauen verlieren würden. Und das nur deswegen, weil eine total abgedrehte Baroness eine schlimme Kindheit hatte. Willst du das auf dem Gewissen haben? Na gut, es reicht, fein. Soviel ich weiß, hat sie das verdammte Ding in einem Safe in ihrem unterirdischen Versteck. Da unten ist ein Fahrstuhl hinter einem Stapel Holz. So ein schlaues Mädchen sollte das eigentlich rausfinden können. Also geht doch. Ich würde sagen, wir machen das in der nächsten Folge wieder weiter. Ich sag erstmal tschüss. Tschüss. Musik her. Tschüss, bis zum nächsten Mal.